So, Leute, Idioten an die Front, ne? Hier ein Idiot und da ein Idiot und da drüben noch ein Idiot. Und die Idioten fangen dann noch ein paar andere Idioten ein. Ich rede von den Parteigründungen, ne? Jetzt habe ich gelesen, Totenhöfer. Ich weiß nicht, irgendwo ist er, glaube ich, ausgetreten, wo er drin war und will eine eigene Partei gründen. Ja, noch ein Parteichen, ne? Und noch ein Parteichen. Wir 2020 und, und. Welche Folge hat das? Je nachdem, wie diese Leute, wie es denen gelingt, da die Voraussetzungen zu erfüllen, werden die dann vom Bundeswahlleiter als Partei zugelassen und stehen dann, aber wo? Auf den Wahlzetteln, ne? Dass sie da bundesweit überall Kandidaten finden, die dann auf den Wahlzetteln stehen, die dann direkt gewählt werden können. Dass sie da Landesverbände haben und Landeslisten und Ortsverbände. Wie wollen die das denn schaffen? Können sie noch so viel Gas geben? Ist Quatsch, ist das. Ne? Aber Divide et Impera, diese gewünschte Zersplitterung des Volkes, ja, wo die Berliner sich totlachen, je mehr die Leute sich fetzen, diese Methode hat dann Erfolg. Ne? Hier ein Verbändchen und da ein Parteichen und noch ein Club und noch ein Club. Ja. Da kann man vielleicht erwarten, dass ein paar Nichtwähler an die Urnen gelockt werden und machen dann nicht bei den Altparteien, die seltsam bekannt sind, ihre Kreuzchen, ja, sondern sie machen dann bei irgendetwas ihr Kreuzchen und denken, sie haben da hier irgendwelche Wunder vollbracht. In Wirklichkeit haben sie ihre Stimme weggeworfen. Ja, so sieht's aus. Ja, und diese Klüppchen, die kriegen dann da irgendwelche 0,1, 0,2% der Stimmen, ja, über 5%, glaubt davon keiner. Dann kommt dann eins zum anderen. Es gibt eine Partei, der würde ich eine Chance geben und vor allen Dingen nach allem, ja, ihr wisst ja, dass ich ziemlich genau prüfe und ziemlich genau hingucke. Ja, nach allem, was ich über diese Partei erfahren und ausfindig habe und ausfindig machen konnte, ja, das ist die Basis. Die nennt sich die Basis. Müsst ihr mal suchen, ja, ich werde euch da nicht helfen. Wenn ihr zu faul seid, selbst zu suchen und wenn ihr nicht richtig sucht und habt keinen Erfolg, das interessiert mich gar nicht. Also die Basis nennt sich diese Partei, ist eine basisdemokratische Partei. Und der Dr. Füllmich von der Stiftung Corona-Ausschuss, der hat sich dieser Partei zugewandt. Ich glaube, da diese Viviane Fischer, die Rechtsanwältin, hat sich auch schon der Partei angenähert. Ja, inwieweit die da jetzt das aufmischen, keine Ahnung. Aber da würde ich sagen, die könnte man unterstützen. Dann sollte man da versuchen, die über 5% zu kriegen. Ne? So, also, was haben wir? Wir haben zurzeit lauter kleine Ichs, ja, lauter Leute, die ihr Ego ausspielen und dann auch noch gleich eine Partei gründen wollen. Partei, Partei. Parteien, das ist wie Kaninchen, wie Taubenzuchtvereine. Das sind Vereine, sind das. Im Grundgesetz steht drin, dass sie sich an der Willensbildung des Volkes beteiligen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das genau wie die katholische oder evangelische Kirche, ja, ist das ein Club jede Partei. Die haben dann da ihren Katechismus, der nennt sich der Parteiprogramm. Ja? Und auf diesen Katechismus sollst du schwören, ja, wenn du der Partei beitrittst. Dann darfst du Beitritt zahlen, da irgendwelche. Weiß ich nicht, wie viel im Monat, ja, wie das festgelegt ist, je nach Partei. Ja, das brauchen sie, um ihre Spielsachen zu finanzieren. Und vor allen Dingen suchen die dann natürlich Plakatekleber. Ne? Plakate, Plakate, Plakate. Dumme Leute, die sich für die Partei zerfetzen, damit da irgendwelche Auguren in den höheren Etagen der Partei, ja, ihr persönliches Ego ausleben können, versuchen, eine Prominenz und einen elitären Status zu erreichen. Und dann wird von oben nach unten in die Parteien rein regiert. Nicht, dass sich von unten nach oben da der Wille des Volkes durchsetzt. Nein, da oben, die denken sich irgendeinen Kack aus, ja, und dann müssen die alle dann mitmachen. Und wenn das nicht richtig klappt, dann heißt es, ja, wir haben das nicht richtig vermitteln können. Das heißt, die waren zu doof, das zu kapieren. Ne? Oben, die haben sich was ausgedacht und unten, die waren zu doof, das zu kapieren. Und von diesen Klüppchen soll es jetzt immer noch mehr geben, immer noch mehr. Da lachen die sie in Berlin kaputt, ne? Vor allen Dingen die CDU, die CSU, die lachen sich darüber tot. Hier wird dann unter Umständen wenig Stimmen kosten.
Vor allen Dingen, man muss ja mal überlegen, mit welcher Methode wird denn da gearbeitet? Ne? Ihr sollt einen Lappen vom Mund nehmen, ja. Ihr sollt Abstand voneinander, nicht umarmen, nein, nicht lieb haben, keine menschliche Wärme, Nähe, nee, nee, gibt es nicht mehr. Social Distancing nennt sich das. So, dann sind die Leute natürlich sauer, ne? Überall 1,5 Meter Abstand halten und ewig so einen Lappen vom Mund wollen sie nicht haben. Aber damit sie das tun, und zwar mit Begeisterung, ja, nimmt man dieses Ding da mit der 19 am Ende, ne? Ja, das ist ganz gefährlich, ne? Da ist so ein Wanderprediger unter den Virologen, der hat einen ziemlich solitären Status und der malt da immer dramatischere und immer schlimmere Sachen an die Wand. Ja, und auf den berufen sie sich, von dem lassen sie sich beraten und dann sagen sie, das ist ganz gefährlich. Ja, wenn du keinen Lappen hast und wenn du keinen Abstand hältst, ja, dann kann das sein, du wirst zum Mörder, ne? Du näherst dich irgendeiner Person und die stirbt dann unter Umständen auch noch. Also, dann sehen die Leute ein, kriegen Angst. Oh, nee, diese Krankheit da. Mann, 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 Mann. Nee, da muss ich also selber tun, was ich kann, falls ich irgendwas habe, damit ich andere nicht anstecke. Vor allen Dingen sollen andere mich ja auch nicht anstecken. Ich habe hier Leute gesehen, alte Leute, ein Pärchen gehen Hand in Hand mit dem Lappen vor der Schnauze hier durch den Park. Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, beide Kinder, Lappen vorm Mund. Die gehen ja kaputt, die haben doch ein ganz geringes Lungenvolumen, sind ja eben noch klein. Wenn die ausatmen, ja, dann bleibt an der Maske, bleibt noch eine Menge von dem CO2 hängen. Und das ist das, was sie zunächst mal in ihre kleinen Lungen einatmen, wenn sie den nächsten Atemzug holen. Das ist mordsgefährlich. Das ist mordsgefährlich. Ja, wenn man das lang genug macht, ja, dann wird, wie ein Hirnforscher ja durchaus erklärte, wird auch das Wachstum im Gehirn gestört. Ja, und wenn das erstmal angefangen hat, dann ist das nicht mehr zu reparieren. Na, vielleicht will man so kleine, richtige, willfährige Idioten heranziehen, ne? So ein bisschen debil, ne? Ab Kindesalter, ab Schulalter, ne? Bisschen debil, ist doch ganz gut, ne? Kann man mit denen noch mehr machen als mit den Erwachsenen, ne? Wir haben so auch viel zu viele Alte, ne? So ein Idiot wie ich habe noch Erinnerungen an den Krieg, ne? Ich weiß noch, wie ich auf einem Bahnhof war und da kamen Spitfires angeschossen von den Tommies, diese Jagdflugzeuge. Und die haben dann mit Leuchtspurmunition auf einen Zug geschossen. Und als ich dann die Leutspur sah und wie die da heranschossen, Licht ist ja schneller als die Kugel und der Schall, da bin ich ja zwischen zwei so Stapel von Eisenbahnschwellen gesprungen, die waren gestapelt da auf dem Bahnsteig. Ich habe da eine Erinnerung, ne? Ich habe auch mal, bin durch den Wald gestreift, wir haben da Waffen gefunden, ach Gott, Gott, wir als Blagen, ich war damals 10 Jahre alt. Wir hatten ein Waffenlager, gibt es gar nicht, ne? Panzerfaust, dann Maschinenpistolen, Maschinengewehr. Ja, und dann diese normalen, weiß ich nicht, G38 oder was, diese normalen Gewehre, Magazine, wir hatten alles, ne? Wir hatten alles. Und dann bin ich mal durch den Wald gestreift, da war ein deutscher Soldat, ne? Noch in seiner Uniform, der hatte da irgendwie so ein paar Abzeichen, hatte er schon abgerissen, der war am Bibbern, ne? Der hatte auch nichts zu fressen. Da hatten wir einen kleinen Bunker in dem Wald, ja, da hatten wir dann, war so ein verwaister Unterstand, den hatten wir uns dann ausgeräumt. Da hatten wir alles drin. Ne? Da hatten wir Zigaretten drin. Überleg ich mal, Zigaretten, die hatten wir den Amis geklaut. Ne? Munition, ne? Waffen waren da drin. Aber wir hatten auch zu essen. Da habe ich ja erstmal was zu essen geholt. Ich habe den da nicht hingeführt zu dem Unterstand, den wir uns da mittlerweile ausgebaut haben. Ich habe ihm was zu essen gebracht. Er hat da reingehauen. Ne? So, und dann habe ich dann über Schleichwege geführt. Durch die amerikanischen Linien, die waren sehr, sehr locker, ne? Zu den deutschen Linien habe ich ihn sozusagen da bei irgendeinem Offizier abgeliefert. Und da packte er in die Tasche und schenkte mir ein EK1 oder EK2, ich habe ja keine Ahnung mehr. Habe ich verloren, ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ich da durchdrücken könnte als eine offizielle Auszeichnung, ne? Möglicherweise habe ich dem das Leben gerettet. Ja, Leute, ne? So Typen wie mich, da gibt es mittlerweile viel zu wenige, ne? Die den Krieg noch erlebt haben. Und die ganze Nachkriegszeit. Das sind jetzt diese Leute, ne, vor allen Dingen nach dem Motto Kreissaal, ne? Kreissaal.
Hörsaal, Parlamentssaal. Ne? Lebenserfahrung null. Ne? Vernünftigen Beruf ergriffen auch null. Ne? Diese Idioten, die haben zum Teil Führungspositionen erklommen in den Parteien und haben auch Führungspositionen in den exekutiven Institutionen. Und jetzt kommen da immer noch mehr. Hier in Partei und da, und jetzt kommt der Totendörfler auch noch angerannt. Idioten seid ihr. Idioten. Lasst das sein mit der Scheiß-Parteigründung. Ja, guckt euch die Basis an und wenn euch die nicht gefällt, lasst die Finger davon. Idioten an die Front. So, und die Leute, die mir jetzt noch gut gesonnen sind, ich bin euch auch gut gesonnen, ne? Nehmt euch in die Arme, drückt euch richtig fest zu drücken. Spürt die Wärme von Mitmenschen. Ich habe es ja mal gemacht, ne? Da bei, wie heißt das, New Orleans oder so ein Steak-Lokal. Da ging ich mit meiner Frau drauf zu und da kam dann eine Kellnerin raus, die wollte ein Zigarettchen rauchen. Die kam da vor der Tür, ich war noch 10 Meter weg, habe ich die Arme ausgebreitet, habe gesagt, hallo Mädchen, einmal drücken. Die kam angeschossen, wir haben uns gedrückt. Wir haben uns gedrückt und wir kamen uns vertraut vor. Mensch und Mensch. Alleine von der Spezies her, man muss sich doch vertraut sein. Schön wäre ja gewesen, wenn das jetzt ein Farbiger gewesen wäre. Stell dir mal vor, so. Aus Ghana, richtig pechschwarz, ne? Als Kellnerin dort, passt ja. Und dann hier einmal drücken und die wäre angekommen. Ne? Ja, also drückt euch. Ne? Und dann, jetzt geht es richtig los, für die Kinder zu kämpfen. Ne? Tut was, kämpft für die Kinder. Haut ran. Ja, ihr habt ja da irgendwo, habt ihr ja da so einen Brief gefunden. Den habe ich aufgegabelt. Ne? Der ist schon mehrfach verschickt worden. Der hat was ausgelöst. Ne? Und die Lehrer sind immer der Meinung, sie sind gedeckt durch das Schulamt, durch das Gesundheitsamt. Die sind nicht gedeckt. Das sind Verwaltungsakte, die sie selber ausüben, sind angreifbar. Kämpft für die Kinder. Ja, macht was. Ja. Und dann habe ich ja dieses eine Video hoch, da kommen ja jetzt die ersten Kommentare rein. Das ist noch bis jetzt ist das wenig angesehen worden. Das verlinke ich euch mal im Kasten. Ne? Könnt ihr auch noch mal draufklicken. So, das war's. Also, vor den Arschlöchern habe ich keine Achtung. Und die Leute, die hilflos sind, die Angst haben und herumbibbern, ne? Ihr tut mir leid, ne? Aber mein Mitleid ist begrenzt. Ne? Wenn ihr dieses seht und euch beschimpft fühlt, dann seid ihr genau die Richtigen. Dann habt ihr geschlafen. Ne? Dann habt ihr geschlafen. Wenn ihr nämlich schlau wärt und hättet euch schlau gemacht, dann würdet ihr euch nicht beschimpft fühlen. So sieht's aus. Tschüss. Covid-19 fliegt, dein Schöpfer ist im Kriege auch mit Söderland, Söderland ist abgebrannt, Covid-19 fliegt.